Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jahreshoroskop-Orakel. Ja, bevor wir loslegen, nimm dir kurz ein paar Minuten Zeit, damit ich dir erklären kann, wie das Orakel funktioniert. Du findest vier Videos. Ich habe die Sternzeichen unterteilt in Feuer, Wasser, Luft und Erdezeichen. Wenn du nicht weißt, was das ist, also Feuerzeichen sind zum Beispiel Widder, Löwe und Schütze. Die Sternzeichen stehen aber auch immer bei den Videos dabei. Du wählst also das Video, wo dein persönliches Sternzeichen beinhaltet. Wenn du möchtest, kannst du auch noch, wenn du deinen Aszendenten kennst, dir das Video mit deinem Aszendenten anschauen, um noch zusätzliche Hinweise zu erhalten. Kennst du deinen Aszendenten nicht, dann google einfach mal kostenlose Horoskoperstellung. Da kannst du dann deine Daten eintragen und wenn du weißt, wann du geboren bist und die Uhrzeit und wo, dann kannst du deinen Aszendenten ermitteln. Wenn du die Uhrzeit nicht kennst, ist zwar nicht so optimal, dann kannst du aber auch 12 Uhr mittags einstellen, um so einen Hinweis zu bekommen, welcher Aszendent es denn sein könnte. Ja, wenn du dann das Orakel schaust, beginne ich immer mit dem jeweiligen Sternzeichen und bringe dann allgemeine Jahrestendenzen zum Sternzeichen. Ich habe dann aber auch nochmal das jeweilige Sternzeichen in die erste, zweite und dritte Dekade unterteilt. Weil es einfach so ist, wenn ich jetzt ein Orakel mache, nur für Widder zum Beispiel oder nur für Wassermann, dann Es ist sowieso ja kein persönliches Horoskop, es ist ein Orakel. Aber als Beispiel, zum Beispiel hatten es die Widder erste Dekade in 2018 recht schwer. Das wird jetzt in 2019 leichter. Die zweite und dritte Dekade im Widder hatte es in 2018 nicht so schwer wie die erste. Da kommt es jetzt in 2019. Also damit will ich dir verdeutlichen, durch die erste, zweite und dritte Dekade bekommen wir nochmal das ganze Orakel etwas spezifischer. Du wählst dann praktisch dein Horoskop, also dein Sternzeichen und schaust dir die allgemeinen Tendenzen an und dann kannst du, ich schreibe immer die Zeitangaben unter das Video, wenn du dir die erste und zweite Dekade zum Beispiel nicht anhören möchtest, weil du die dritte Dekade bist, dann kannst du vorspulen zur dritten Dekade, um dann noch die persönlichen Tendenzen für 2019 zu erhalten. Ich schreibe alle Zeitangaben in die Infobox unter das Video. Ja, dann möchte ich mich erstmal bedanken für eure Treue in 2018. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, auch wenn du jetzt vielleicht das Video später schaust. Unter dem Jahr erst hoffe ich, dass dein Jahresanfang recht gut war. Und ich möchte mich für die Abonnenten und auch für eure Treue und für eure lieben Kommentare und Botschaften ganz herzlich bedanken. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, schau dich einfach mal um. Ich mache immer verschiedene Orakel monatsweise und es ändert sich auch immer mal wieder was, dass ich neue Dinge ausprobiere. Wenn du Lust hast, kannst du auch mal auf meiner Webseite www.seelenkissen.com vorbeischauen. Dort findest du meine persönlichen Beratungsangebote und, sage ich mal, die Vielfalt meiner Spezifikationen von telefonischer Beratung über Video bis E-Mail-Beratung und auch Dinge zur Energiearbeit. Ja, aber jetzt geht's gleich los. Ich stelle wie immer noch ganz kurz die verwendeten Karten in diesem speziellen Jahresorakel vor. Du findest auch nochmal unter dem Video Hinweise zu den Karten, falls du dich für das ein oder andere Deck interessierst. Ja, also als erstes haben wir hier, weil hier auch Zeittendenzen und Sternzeichen drin sind, das Tor zur Zeit von Angelina Schulze und das ist im Windpferd Verlag erschienen. Dann haben wir die wunderbaren Pictorial Key Tarotkarten dabei. Das sind meine Lieblingstarotkarten, die ich schon viele Jahre verwende.
Dann erhalten wir Hinweise aus dem Erzengel-Orakel von Doreen Virtue, im Allegria Verlag erschienen. Und wir werden auch noch aus dem Engel-Heilstein-Orakel von Doreen Virtue, im Irisana Verlag erschienen, werden wir auch noch Steinhinweise für jedes Sternzeichen bekommen. Ja, und wenn es dann in die spezifische Deutung geht, der Dekaden, da werden wir dann das Runenorakel hinzuziehen. Das ist im Schirner Verlag erschienen von Antara Reimann und Roland Scholz. Das ist recht neu erschienen. Ich bin sehr gespannt. Es ist schön, dass man jetzt auch Runenkarten hat und nicht immer die werfen muss. Finde ich ganz toll. Und dann haben wir für Hinweise zur Liebe das Engel der Liebe Orakel im Allegria Verlag erschienen, auch von Doreen Virtue. Und das letzte Deck, welches uns begleitet bei diesem Jahresorakel, ist das Golden Lenormand Orakel bei Los Garabeo erschienen. Ja, dann würde ich sagen, macht euch bereit, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Luftzeichen, Zwillinge, Waage und Wassermänner, zu eurem Jahresorakel 2019. Ja, wenn du Zwillinge geboren bist, dann wählst du oder schaust du den ersten Stapel an. Bist du Waage geboren, den zweiten, und als Wassermann geborener den dritten. Wie ich schon erwähnt hatte in der Vorschau, ich werde unter das Video, dass du nicht das ganze Video schauen musst, immer eintragen, wann die Allgemeinorakel für die Zeichen beginnen. Das sind die Karten hier unten. Das sind die allgemeinen Tendenzen in 2019 für dein Sternzeichen. Und hier haben wir dann die erste, zweite, dritte Dekade und hier auch wieder 1, 2, 3 und hier auch. Die Zeiten werde ich hier ansagen, die stehen dann auch unter dem Video, wenn du nicht weißt, ob du erste, zweite oder dritte Dekade geboren bist. Und die Steine, die hier drauf liegen, haben keine Bedeutung. Die habe ich nur draufgelegt, damit das sich hier nicht verschiebt, wenn ich hier am Agieren bin. Ja, dann beginnen wir nun mit dem Zeichen Zwillinge. Und das sind all jene, die zwischen 21. Mai und 21. Juni geboren sind. Und wir schauen hier die allgemeine Tendenz für 2019. Das ist die 6 der Schwerter. Und ja, die Energie ist nicht ganz leicht. Ne? Das ist jetzt nicht so eine leichte Energie, wo man sich vielleicht gewünscht hat. Aber es ist trotzdem keine Stagnation, sondern es ist ein Umzug. Ne? Also das kann sein, dass in diesem Jahr ein Umzug für dich wichtig ist, eine räumliche Veränderung wichtig ist. Vielleicht auch nur in den eigenen Räumen, dass etwas verändert wird. Weil es ist immer die Bedeutung, man geht zu neuen Ufern. Ne? Das ist die klassische Karte. Man begibt sich in neue Gefilde, in neues Gewässer. Also irgendetwas wurde jetzt in 2018 abgeschlossen und nun ist es Zeit, in 2019 zu etwas Neuem hinzugehen. Ja? Und manchmal, also hier hat man ja die Themen noch so ein bisschen mit an Gepäck, also das ist das Gepäck, das man dabei hat. Das heißt, auch wenn man hier zu etwas Neuem hingeht, ist hier immer noch ein Gepäck an Bord. Also man konnte noch nicht alles am Thema im alten Jahr zurücklassen. Man hat immer noch ein paar Päckchen, die erledigt werden müssen, dabei. Ja, und das kann manchmal sich so ein bisschen, ja, wie eine Schwere auswirken. Ja, die Schwerter stehen für das Luftelement und stehen, also das passt zu deinem Zeichen, ne, als Luftzeichen Zwillinge. Und die Schwerter stehen auch für die Kommunikation. Und
Der Merkur, also dieses Jahr in 2019 ist jetzt das Merkurjahr. Das beginnt jetzt irgendwann im Frühjahr. Ich habe nicht nachgeschaut, wann genau. Und es ist für euch Luftzeichen, also auch Zwillinge, Waage, Wassermann. Ihr habt ja alle Merkur-Aspekte mit in eurem Sternzeichen drin. Ihr seid ja kommunikationsstark. Ihr seid kommunikative Wesen und interessierte Wesen. Und es ist ganz wichtig zu kommunizieren, was man benötigt. Und hier ist aber eine Schwere drauf, wo man so vielleicht vom Zwilling gar nicht kennt, dass du hier einfach vielleicht dich manchmal schwer tust, auch in Dinge richtig auszudrücken. Ja, also die haben auch so ein bisschen so eine gebückte Haltung, ne? Wie sie hier sitzen. Und das ist nicht so dein Naturell, ne? Also irgendwas stockt hier, ist hier gebremst in der Kommunikation. Vielleicht ist man auch extrem vorsichtig und hat jetzt gemerkt, bevor man sich hier weiter in etwas verstrickt, schaut man nach neuen Möglichkeiten. Aber man muss das Terrain noch sondieren, ne? Das ist hier dieser Stab, der ja auch wie bei den Gondeln in Venedig so stochert und probiert. Also man ist etwas vorsichtiger. Und das bedeutet für das Jahr gesehen, dass man vielleicht etwas vorsichtiger in das Jahr reingeht, dass man etwas abwartender ist. Das ist so die Energie, die hier beim Zwilling mitschwingt, dass man vielleicht nicht so frei, nicht so flexibel ist, wie man sonst eigentlich ist. Ich habe in den anderen Sternzeichen schon erwähnt, wir haben ja seit 2017 das Thema, dass der Saturn wieder in sein Zeichen Steinbock gegangen ist. Und das ist so der Prüferplanet. Und der kommt so und berührt mehr oder weniger alle Zeichen. Und es kann schon sein, dass auch da der Zwilling, beim Zwilling bin ich jetzt nicht so informiert, aber es kann schon sein, dass der Zwilling hier auch in 2019 ein bisschen Thema aufzuarbeiten hat und dass du nicht so flexibel in Geist und Körper bist, wie eigentlich du es als Zwilling gewohnt bist. Vielleicht fließen auch die Ideen nicht so leicht und die Kreativität, wo ja auch im Zeichen Zwillinge steht, so einfach wie sonst. Also es kann etwas mühsamer empfunden werden. Jetzt schauen wir mal den begleitenden Engel für dein Zeichen. Und das ist Erzengel Uriel. Schau mal, und er kommt mit Riesenkraft auf einem Pegasus-Pferd. Na, das sind seine eigenen Flügel auf einem Einhorn, sehe ich jetzt gerade. Also das sind die Flügel vom Engel und das ist hier das Einhorn. Also der kommt hier auf einem Einhorn geritten und bringt diesen Blitz mit. Also er möchte hier so ein bisschen dieses Fahrwasser, dass man so im trüben Fahrwasser unterwegs ist, unterbrechen. Und er bringt glänzende Ideen. Also ich habe ja gesagt, dass hier vielleicht die Ideen, das Flexible, das, was so dieser innere Geist, der im Zwilling lebt, dass man so übersprüht, wenn das so stagniert und er möchte dir helfen, das aufzubrechen. Erzengel Uriel, ja, deine Idee ist von dir, den himmlischen Mächten, eingegeben. Bitte unternimm die erforderlichen Schritte, um deine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Also, wenn es dir an Inspiration fehlt, ruf Uriel, er durchbricht das, er gibt dir diesen zündenden Funken zurück, gerade in Situationen, wo es so ein bisschen kühl und fest und alles nicht so flüssig wirkt. Ja, weil Wasser ist da, also eigentlich müsste es in Fluss sein, aber irgendetwas behindert oder gibt als eine Stockung rein. Und der begleitende Edelstein für das Jahr ist der Opal. Und hier steht, lassen Sie Ihr inneres Licht erstrahlen. Ja, ganz toll, Uriel ist wie das Licht, ne? Uriel ist das innere Feuer. Hier haben wir Rot, Orange, Gelb als Farben drin. Und hier möchte man, dass dein inneres Licht auch wieder hell glänzt und leuchtet. Sie werden dazu ermutigt, kühn zu sein
und auf die Pauke zu hauen. Ja, also der Opal ist ja der schillernde Stein. Er leuchtet und strahlt in allen Facetten. Und man möchte, dass du gerade in Situationen, wo die nicht so nach Strahlen ist, und hier haben wir auch den Glanz drin, ne? Also verliere deinen Glanz nicht. Das ist so das Thema des Jahres. Bleibe flexibel. Bleibe in all diesen positiven Aspekten, die der Zwilling eigentlich mitbringt, und bewahre dir diese Flexibilität, ne? Und es kostet hier ja auch Mut zu sagen, ich gehe weiter, ne? Ich gehe neue Gefilde. Und das, daran solltest du dich halten, gerade wenn du mal das Gefühl hast, du fischst so ein bisschen im Trüben und es ist alles hier so undurchsichtig und ich stochere hier so rum. Ja? Also das sind hier so die Grundaspekte beim Zwilling. Ja, schauen wir nun in die Dekaden rein. Die erste Dekade geht vom 22.05. bis 31.05. Die zweite vom 1.06. bis 16.06. und die dritte vom 11.06. bis 21.06. Wir beginnen mit der ersten Dekade der 22.05. bis 31.05. Geborenen. Wie gesagt, unter dem Video könnt ihr immer klicken, wenn ihr dann weiterspringen wollt, wenn du nicht alles anschauen möchtest. Ja, und dann gucken wir hier mal. Was ist für deine Dekade hier noch ein Hinweis fürs Jahr? Und du kriegst den Hierophanten. Und hier geht es um Glaube und Vertrauen in dich selbst. Also der Glaube und das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten ist hiermit gemeint. Starke Fähigkeiten, starkes Können. Du hast schon so viel gelernt und Erfahrung gesammelt, kannst jetzt vielleicht auch anderen davon etwas weitergeben. Und vielleicht hast du auch Lust, jemanden zu coachen. Es ist das Jahr des Merkurs. Es kann sein, dass du deine Sprecherqualitäten hier mehr nach außen zeigen möchtest. Lehren, ne? Anderen was lehren oder auch selber etwas lernen. Alles kann hier Thema sein. Und es geht an den Glauben, an dich selbst und an dein Urvertrauen. Und dann wird es sehr gut. Ne? Dann bist du hier sehr, sehr stark sein. Besonders die erste Dekade ist von Klugheit und viel Begabung geprägt und auch von der Merkurkraft ist hier stark drin, ne? Im Zwillinge sowieso, das ist ja das Zeichen auch mit. Und ihr seid sehr flexibel, ne? Und das hier alles kommt hier zum Ausdruck, dass du hier diese Sprecherqualitäten besonders jetzt ausleben kannst. Das macht dich stark, ne? Vielleicht auch hier mal sich was Neues trauen. Das sind, können auch die neuen Gefilde sein. Und wenn du dich traust, kommen mehr neue Ideen, glänzende Ideen, ne? Du kannst es veredeln. Der Opal ist einer der edelsten Steine, wo es auch gibt. Schauen wir in die Runenkraft rein. Welche Runenkraft begleitet dich in 2019? Und hier haben wir die Rune Manas. Handlungsbewusstsein, Wahrnehmung der inneren Strukturen. Ja, hier geht es darum, dass du handlungsfähig bleibst. Das ist ganz, ganz wichtig für den Zwilling. Du brauchst diese Bewegung und diese Flexibilität. Wenn sowas der Start ist und unsicher, das macht dich fuchsig. Ne? Also je nachdem, ob du noch einen anderen Aszendenten hast, der das ein bisschen ausgleicht. Aber in der Regel mag das der Zwilling nicht so sehr. Und hier geht es darum, weiter in der Handlungskraft zu bleiben. Ich schaue mal gerade in meinem Büchlein nach, das da dabei ist. Weil mit den Runen ist bisschen schon her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Es geht um die Wahrnehmung der inneren Strukturen und es geht darum, harmonische Verbindungen zu schaffen. Also wir hatten ja hier diese Karte der Verbindung, also gute Verbindungen herstellen, gute Kontakte herstellen, also stark auch diese Kommunikation nutzen, Verbindungen knüpfen mit der in dir wohnenden Kraft. Und je mehr du auf deine Ressourcen und Stärken vertraust, desto glänzender wird alles werden, desto mehr wirst du deine Fähigkeiten veredeln können. Ja? Also
Ich sehe es so, du musst aus einem alten Fahrwasser rauskommen, um noch ja, weiter in die Handlungsfähigkeit zu kommen, um hier noch mehr ausleben zu können. Ne? Es steht hier auch, du wirst dabei unterstützt, deinen Platz in diesen Gemeinschaften einzunehmen, indem du ganz du selbst bist. Also sich auch nicht zu verstellen. Ja? Das ist ganz, ganz stark. Also diese inneren Strukturen, wer bin ich überhaupt? Das hat ja auch mit dem Glauben und Vertrauen in sich selbst zu tun. Ich kann nur das ausleben, was in mir auch ist an Qualität. Ne? Also nicht aus jedem wird ein Gesangsstar, auch wenn man gerne singt. Ne? Also ich muss mit meinen Talenten, wo ich in mir wohnen habe, auch arbeiten. Ne? Und das sind die inneren Strukturen. Sehr, sehr stark. Gehen wir in die nächste Karte rein. Die steht für Liebe und Partnerschaft in 2019, für deine Dekade. Und hier geht es um Leidenschaft, also Leidenschaft innerhalb der Liebe. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Wunderschön. Also Leidenschaft, Leichtigkeit, Freude zu leben in der Liebe. Vielleicht auch, also für den einen kann es mit dieser Karte bedeuten, dass man hier wirklich was Neues anstreben sollte. Und ansonsten bedeutet es, dass wieder mehr Leidenschaft in den Bereich der Liebe und Partnerschaft kommt, ne? Und auch eine gewisse Leichtigkeit, wenn man hier von Singen spricht. Und mit dieser Karte in Verbindung, also das sind ja auch hier Gemeinschaften, ne? Eine Verbindung knüpfen. Ja, es kann auch über neue Kontakte eine Verbindung zustande kommen, ja, wenn du stark hier in die Kommunikation gehst. Dann haben wir die nächste Karte, die steht für Beruf und Berufung. Und hier haben wir die Mäuse. Und mit den Mäusen ist gemeint, dass hier etwas abgelöst wird. Also im Berufsbereich wird hier etwas verwandelt. Wird hier etwas abgelöst, wird hier etwas erleichtert, ne? Auch Dinge, wo du schwer darüber nachgrübelst, gerade im Berufsbereich, lösen sich nach und nach auf. Also es kann hier wirklich sein in Verbindung mit dieser Karte, dass auch hier im Beruflichen etwas gemeint ist, wo sich jetzt ablösen darf, wo du hinter dir lassen darfst, wo du aber auch noch eine Energie aus 2018 mit dir mitträgst und dich noch nicht ganz befreien konntest, jetzt aber in 2019 sich nach und nach die Dinge für dich lösen und aufklären werden. Schauen wir in den Bereich der Finanzen. Hier haben wir den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist der Herrscher über die Kommunikation. Und wir hatten ja schon mehrfach jetzt das Thema Kommunikation. Und bei den Finanzen steht diese Karte hier für Ermächtigung, also dass du hier wieder eine Macht zurückgewinnst, eine Herrschaft zurückgewinnst. Gerade wenn du vielleicht finanzielle Themen aus der Hand gegeben hast, dich nicht selbst darum gekümmert hast, hast das bisschen schleifen lassen, das Ganze, hast vielleicht auch bei manchen Themen ein bisschen die Augen verschlossen, weil du nicht so hinschauen wolltest. Und jetzt schaust du hin, jetzt wirst du konkret und du kannst hier Lösungen finden. Alles, was auch, wenn es um Kredite geht oder Gespräche mit wichtigen Personen, dann werden hier Lösungen gefunden und angestrebt. Das ein oder andere mag nicht so einfach sein, vielleicht auch in Verbindung mit dem Beruf, wenn sich hier beruflich etwas verändert, etwas aufgelöst wird, ein Vertrag oder etwas mit Manas, dass man hier irgendeinen Vertrag auflöst oder etwas verändert, kann genauso im beruflichen wie auch im finanziellen sein, dass hier Verträge verändert werden oder etwas und dass hier Lösungen gefunden werden. Also hier geht es um Lösungen finden. Das eine oder andere kann natürlich mit der Schwertkraft auch sein, dass es ein bisschen als ja, lästig empfunden wird, aber wenn man es angeht, und man wirklich hier auch dann dran arbeitet,
kann hier sehr, sehr viel aufgelöst und erlöst werden. Manches wird vielleicht etwas als anstrengend empfunden das Jahr über, sei es jetzt im beruflichen oder im finanziellen. Aber am Ende wird man froh sein, dass man es angegangen ist und dass man hier Lösungen finden konnte. Ne? Also es geht um das Urvertrauen in diesem Jahr und deine Stärken und Ressourcen und Talente zu nutzen. Gehen wir nun in die zweite Dekade rein. Wenn du zwischen 1.6. und 10.6. geboren bist, dann hast du sowieso ein großes Redner- und Sprechertalent, besonders die zweite Dekade. Und wir schauen mal, was sich hier verbirgt. Ja, in 2019 haben wir hier jetzt das Thema 4 der Kelche. Und es kann sein, dass du bei einem Thema so eine Art ja, Übersättigung empfindest, dass dir irgendetwas zuwider ist und da hast du die Nase voll, du hast genug davon. Du magst vielleicht, wenn dir auch jemand die Hand reichen mag oder etwas anbieten mag, du magst das gar nicht mehr dir anschauen. Dich nervt das einfach nur noch, ja. Und das ist so ein Thema, das sich durch das Jahr ziehen kann, dass dich gewisse Dinge nerven, dass dich gewisse Dinge, ich sag's mal richtig, ankotzen und du jetzt sagst, nee, das will ich einfach nicht mehr. Aber das Bemerken dessen ist der erste Schritt zur Veränderung. Ja, auch wenn du jetzt denkst, ach je, warum und wieso und weshalb muss ich mir das jetzt geben, das kann ja jetzt kein tolles Jahr werden, es ist nur ein Aspekt. Ne? Also es geht halt als Thema darum, dass du auch dir gewahr wirst darüber, von was habe ich denn eigentlich genug. Weil manchmal haben wir die Situation, dass uns irgendwas auf den Wecker geht, aber wir wissen überhaupt nicht genau, was es ist. Und hier kommt mir so durch, dass du jetzt merkst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut und dass du dich auch nicht in eine Schmollecke zurückziehen musst, sondern dass du wirklich jetzt auch anfängst, dir das Ganze anzuschauen. Ja? Es hat sehr viel mit den eigenen Emotionen und Gefühlen, die in dir stecken, zu tun. Also die Situation kann, wenn jemand anders die durchlebt, dass der sagt, das ist doch gar nicht schlimm, was hast du denn, das macht mir doch gar nichts. Ja, aber deine Empfindungen sind so und das solltest du auch nicht hinterfragen. Es sind deine Empfindungen, die gehören zu dir. Ja, und dann solltest du auch hier, wir sind ja wieder beim Sprechen und Reden dieses Jahr ganz stark, dann solltest du vielleicht gewisse Dinge auch jetzt einfach mal ansprechen, ganz konkret ansprechen. Also es geht auch hier darum, weniger runterzuschlucken, als dass du mal wieder rauslässt. Ja? Schauen wir die Rune an dazu. Und das ist Kenaz. Und in dir brodelt's. Wir haben hier das innere Feuer. Es brodelt und blubbert in dir. Und es will raus, ne? Das, was in dir steckt, da will eine Kraft raus. Es geht ja um die Veredelung, ne? Dass man hier sich traut, neue Gefilde zu erreichen. Und es muss jetzt raus. Das ist zu stark Stagnation. Und das wird dir nicht gut tun. Und du wirst immer mehr an die Punkte geführt, damit du siehst, ich muss jetzt in 2019 das angehen, ne? Ich kann hier die Augen nicht verschließen. Es geht um die Aufmerksamkeit bei dieser Rune und um dein inneres Feuer, um deine innere Strahlkraft, damit die wieder da ist. Also hier ganz stark Solarplexus-Energie, inneres Feuer, innere Lebensgeister wecken, weil das bist du auch lebendig. Ne? Und hier kann der ein oder andere sich so lebendig begraben fühlen und total genervt oder verharrend. Vielleicht auch vom Leben so das Gefühl haben, ach, die zum Beispiel, kennt ihr das, wenn ihr so eine Übersättigung bei Facebook oder wenn ihr euch irgendwo aufhaltet habt? Ich mag die Texte nicht mehr lesen und dann zieht man sich zurück und ist nur noch angenervt, aber kommt so gar nicht in Bewegung und dann liest man wieder und dann nervt es einen schon wieder.
Und das sind so Energien. Also dich hier jetzt davon zu befreien, die Lebensgeister wieder zu wecken. Ganz, ganz stark. Schauen wir, was im Bereich der Liebe und im Bereich der Romantik sich zeigt. Und hier haben wir, oder Liebe und Partnerschaft, hier haben wir das Thema Kinder. Das ist jetzt in mehreren, also in bestimmt jedem Orakel einmal gefallen, das Thema Kinder. Bei irgendjemandem lag das immer dabei. Und bei dem Thema Kinder, Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Ja, also es ist hier immer das gleiche Thema. Es können die eigenen Kinder sein, dass hier Kinder in 2019 wichtig sind, dass deine Kinder wichtig sind, dass es hier wichtig ist, sie mit einzubeziehen, ne? Dass sie hier eine wichtige Rolle spielen. Es kann aber auch bedeuten, dass ein Kinderwunsch da ist von dir oder deinem Partner, dass das Thema auf den Tisch kommt oder eine tatsächliche Schwangerschaft oder Geburt ansteht. Also, dass das Thema Kinder hier wichtig ist. Und vielleicht musst du dich hier auch mit dem einen oder anderen Thema noch auseinandersetzen. Und dir hat so ein bisschen die Kraft gefehlt und jetzt kommt das alles wieder stärker zurück. Ist nichts davon der Fall, auch keine Enkel oder sowas, dann steht die Karte auch klassisch für einen Neubeginn, für eine Erleichterung. Wir hatten hier ja ein Stück weit einen Neubeginn drin, dass man in neue Gefilde geht. Es ist eine Karte der Erneuerung, der Leichtigkeit und Verspieltheit, ne? Also das ist immer das Thema der Kinder. Oder auch, dass dein inneres Kind Beachtung möchte, dass du dich um dein inneres Kind kümmern solltest, wieder mehr, um wieder mehr Leichtigkeit reinzubringen. Also besonders, wenn das Jahr auch mal Tiefen hat, dass du hier immer noch leicht bleibst und nicht so schwer wirst, ne? Von der Energie her, du bist ein Luftzeichen. Du kannst das nicht, wenn alles zu schwer wird. Da willst du dich verflüchtigen, aus dem Staub machen, ne? Also das kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich muss mal eine Auszeit nehmen und muss mich hier mal kurzzeitig in Luft auflösen, aus dem Staub machen, um das alles hier ertragen zu können. Das hat hier auch mit dieser Karte zu tun. Also bleibe leicht. Dann schauen wir in den Bereich Beruf, Berufung und hier haben wir das Buch. Und das Buch im Bereich der Berufe hatten wir auch schon mal bei einem der Orakel. Das steht ja für das Unbekannte, aber wir haben, nein, das war hier, das wäre jetzt Lehren und Lernen, aber das ist ein ähnliches Thema mit den Büchern. Also es kann auch sein, du bist ja kommunikativ als Zwilling, dass du etwas anderen beibringst, dass du irgendwie als Sprecher fungierst oder ein Seminar hältst oder du nimmst selber an Kursen, Seminaren, Workshops, Ausbildungen teil oder du machst eine Ausbildung im Beruflichen. Also das kann hier auch dahinter stehen, dass man nochmal eine Ausbildung oder etwas macht, etwas lernen wird. Und vielleicht ist es aber noch gar nicht spruchreif. Also mit dem Buch kann auch sein, dass etwas Neues entsteht, wo man noch gar nicht jetzt damit gerechnet hat im Bereich des Berufes. Im Bereich der Berufung kann es bedeuten, dass du entweder ein Talent hast fürs Kartenlegen oder auch für so Akasha-Lesungen, ne? Weil das ist auch die Akasha-Chronik, das Verborgene. Also hier geht es auch im Beruflichen darum, Verborgenes sichtbar zu machen und im spirituellen Bereich sowieso. Also sehr, sehr spannend. Gucken wir noch die letzte Karte an für die zweite Dekade, Zwilling. Und da haben wir hier den Narren. Der steht ja auch für die Leichtigkeit. Es ist auch viel Luftenergie da drauf, ne? Also nicht so geerdet. Aber ist für den Zwilling okay. Es ist ja dein Element. Und hier geht's, das ist der Narrensprung. Also den Mut haben, Dinge, neue Dinge zu wagen. Das würde auch das Kind nochmal unterstützen. Und in den Finanzen bedeutet dies, dass man vielleicht sich auch mal etwas trauen darf. Ja? Also sei es, wenn es mit dem Beruflichen zusammenhängt, einen Neustart zu wagen oder etwas anderes auszuprobieren, um die Finanzen zu verbessern. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht dem Glücksspiel frönen muss oder sowas, liegt hier überhaupt nicht. Oder irgendwelche riskanten Geschichten, sondern es ist mehr damit gemeint, wenn du hier eine Idee hast, was du umsetzen kannst, wie du finanziell dich weiterbringen kannst, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen was riskieren und sich trauen, ne?
Und hier steht das wirklich für sich etwas trauen und dass man vielleicht auch in manchen Dingen ein Risiko eingeht. Ja, das ist der Narr auch. Ja? Und trotzdem mit der Grundenergie und der Grundstimmung für die Dekade würde ich nichts so Risikoreiches im Jahr 2019 empfehlen. Ne? Also alles sollte so ein bisschen abgesichert werden, weil du bist hier schon sehr luftlastig und im Kopf und mir gehen hier die Gedanken zu viel rum. Also versuch dich trotzdem als bisschen so auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Das unterstützt dich dabei, wenn du Dinge umsetzen möchtest, dass die eine größere Kraft haben. Ja, gehen wir zur dritten Dekade. Das sind alle Zwillinge geborene zwischen 11.06. und 21.06. Und ja, also ihr seid sehr mit Ideen. Also ihr habt eine starke Kraft. Die dritte Dekade ist stark, was Ideen, Erfindungen, solche Dinge angeht. Wobei die Wassermänner stärker noch in Erfindungen sind. Aber einfach dieses Spontane, dieser Ideenreichtum kommt hier stark durch. Und ihr habt eine gute Grundenergie, die dritte Dekade. Ihr habt nämlich die Stabkönigin. Und die Stabkönigin, die gibt hier wirklich richtig Gas. Die gibt hier Power rein, die gibt hier das nötige Feuer rein, die gibt den nötigen Schwung unterm Popo. Also gerade hier, wenn es in neue Gefilde geht, macht die richtig Dampf. Und du kannst hier wirklich in 2019 was reißen und vorantreiben. Und das ist ja auch die Kraft der Inspiration, der Ideen und das kommt der dritten Dekade sehr, sehr gelegen. Also du schäumst über vor Ideen und Tatendrang. Dann haben wir hier die dazugehörige Rune und die ist auch sehr positiv, weil das ist Fehu und Fehu steht für die materielle Fülle und Vollendung. Also hier ist Fülle im Anmarsch, auch finanzielle Fülle, etwas zu jetzt gut umzusetzen, in eine Stabilität zu bringen, Sicherheiten zu schaffen, gut für Anlagen und sowas. Also da ist 2019 sehr, sehr stark für dich und die dritte Dekade, also dass du hier etwas zur Vollendung bringen kannst. Du kannst hier Dinge wirklich in 2019 auch zu Ende bringen und auch die Früchte davon ernten. Das ist unwahrscheinlich positiv, diese Karten hier, die hier in der dritten Dekade gekommen sind. Liebe und Partnerschaft. Hier sollst du ein bisschen aufpassen. Hier haben wir achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Also hier kann es schon sein, dass du merkst, hier stimmt etwas nicht, etwas funktioniert nicht so richtig. Hier muss ich mal ein bisschen genauer hinschauen. Hier muss ich mir die Sache angucken. Aber du hast die Kraft, du hast die Stärke bei dir und zu schauen, ob das weiter so funktioniert. Ja? Das ist hier das Thema. Ja? Oder wenn es jetzt schon Spannungen gibt, dass du nicht länger wegschaust, dass du aktiv schaust, die Beziehung ist mir wichtig, der Partner ist mir wichtig, dass wir zusammen schauen, dass wir das hinbekommen, ne? Dass man nicht wegschaut. Also, hier gibt es Zeichen. Ja, dann haben wir hier Beruf und Berufung und das sind die Routen. Ja, und die Routen stehen für die Kommunikation schlechthin, für die tiefen Gespräche, keine oberflächlichen Gespräche. Und im Beruflichen ist das ganz, ganz toll, dass wir hier, da können Vorstellungsgespräche dahinter stehen, da können tiefe Gespräche dahinter stehen, eine gute Kommunikation aufbauen, auch wenn du auch irgendwie einen Beruf hast, in dem du viel sprichst, kann das sehr, sehr günstig für dich sein, ja? Und dass du hier Dinge auch aufräumen kannst, ne? Wenn es um was in Ordnung bringen geht oder hier auch, sag ich mal, diese tiefen Gefilde, diese unerforschten Dinge kannst du vielleicht erforschen, auch im Beruflichen, dass du da Klarheit reinbringst, dass du da Licht reinbringst. Und das machst du, indem du gezielt auch nachfragst, indem du vielleicht deinen Ideenreichtum, deine Inspiration reinbringst, indem du das besprichst und hier Neues erschaffen wirst. Also eine sehr, sehr gute Karte.
Und wenn es um Vorstellungsgespräche und so weiter geht, dann hast du hier auch wirklich gute Aussichten, gerade mit diesen Grundkarten, die wir hier ja hatten, ne? Die Grundenergie für deine Dekade. Geht es um das Spirituelle oder den Bereich der Berufung, dann können hier auch, also die Kommunikation sowieso, aber auch das Thema Hände, weil das sind die Hände, also Hand auflegen und Energiearbeit kann hier dahinter stehen, dass hier eine starke Kraft da ist. Schauen wir in den Bereich der Finanzen. Das ist interessant, wir haben ja hier die Fülle drin. Und hier kommt jetzt eine Warnkarte. Und zwar, dass hier mit drei der Schwerter gab es hier etwas, wo dir Kummer gemacht hat in den Finanzen. Etwas, wo du dich entweder verzettelt hast, wo man dich enttäuscht hat, wo man dich im Stich gelassen hat. Vielleicht hast du auch jemand Geld geliehen und nicht zurückbekommen oder jemand hat dich da ein bisschen hinters Licht geführt. Kann auch eine Liebesperson gewesen sein, also in die du verliebt warst, wo du Geld rein investiert hast, wo du vielleicht Ausgaben hattest und man hat dir vielleicht etwas versprochen oder nach einer Scheidung, wenn man auf irgendwelche Zahlungen wartet, wo man nicht kriegt. Und so weiter. Also hier ist irgendetwas in Finanzen, wo Kummer gemacht hat oder Kummer macht. Aber selbst wenn das Thema noch kommt, hast du ja diese positive Rune bei dir, die dich bestärkt und dir Fülle bringt. Also diese Karte dürfte nicht so stark ins Gewicht fallen. Solltest du ein Thema finanzieller Natur haben, wo dich etwas belastet, kannst du auch mal diese Rune, das ist die Feho-Rune, die kann man sich auch wunderbar aufzeichnen. Aufs Portemonnaie oder auf die Handfläche, ne? Solche Dinge, weil die für die Fülle steht. Fülle ins Leben zu bringen. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich den Zwillingegeborenen ein wunderschönes 2019. Gerne kannst du das Orakel kommentieren. Gerne auch mit einem Daumen hoch versehen. Kannst den Kanal abonnieren, wenn du möchtest. Und es würde mich freuen, wenn du bei weiteren Orakeln wieder mit dabei sein magst. Kommen wir nun zu den Waagegeborenen. Waagegeborene sind geboren zwischen dem 24. September bis 23. Oktober. Und die Waagegeborenen sind natürlich auch sehr kommunikativ, sind auch sehr abenteuerlustig. Und die Waage ist natürlich das ausgleichende Element, das ihr in euch habt. Ihr habt viele Aspekte in euch, sehr ausgleichend. Ja, und die allgemeine Kraft, die Waagegeborenen begleitet in 2019, ist hier der König der Stäbe. Und das gibt euch auch Antrieb, das gibt euch Feuer, das gibt euch Antriebskraft, aber gleichzeitig auch Sicherheit, weil der König, der sitzt auf einem sicheren Thron. Es gibt euch, es ist auch immer die Inspirationen, die Ideen, der Ideenreichtum und an Ideen, sollte es euch in 2019 mit dieser Grundenergie nicht mangeln, ne? Und auch eure Begabungen zu leben und auch das Element des Ausgleichs sich sicher zu fühlen. Der sitzt ja ganz sicher hier auf seinem Thron und das ist hier nochmal eine Bestätigung, dass ihr rechtssicher euch durch das Jahr schiffen könnt, egal was jetzt hier noch drunter liegt. Ich habe ja nicht geschaut. Schauen wir den begleitenden Engel an, der euch durchs Jahr 2019 begleitet. Und das ist Erzengel Raphael. Und Raphael ist ja der Engel der Heilung. Er reist auch sehr gerne. Also wenn du abenteuerlustig bist und gerne reist, gerade als Waaggeborener, kann das ja sein, dass du gerne auch reisen möchtest. Dann kannst du auch Raphael rufen, weil er auch die Reisenden begleitet, damit sie sicher ankommen an ihrem Reiseort. Und Raphael empfiehlt dir gerade in 2019 eine gesunde Lebensweise. Ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optimale Gesundheit zu erlangen. Also hier auch gute Kost zu essen, gute Ernährung, auf den Körper zu achten. Das ist 2019 wichtig für die Waagegeborenen. Schauen wir hier, ich glaube, ich lege das mal so vorne hin.
Schauen wir hier noch in den Stein, den begleitenden Stein. Und das ist der Dolomit. Bleiben Sie standhaft in Ihrem Glauben. Ihre positive Einstellung entscheide darüber, ob sich die Dinge zum Guten entwickeln. Also es geht auch sehr stark um die innere Glaubenskraft in diesem Jahr. Ne? Und das ist auch das, was hier diese Ideenreichtum, was kommt aus deinem Inneren heraus, lässt du dein inneres Feuer zünden und deine Kraft leben, dann wirst du hier in diesem Jahr auch sehr viel bewirken können. Ja, also sehr, sehr wirkungsvoll scheint mir hier diese Verbindung, also starke Wirkkraft steht da dahinter. Ja, gehen wir in die erste Dekade rein. Erste Dekade, ich sag's mal kurz vorweg, falls du nach hinten gehen möchtest. Erste Dekade sind die Waagegeborenen zwischen 23.09. und 3.10. Zweite Dekade 4.10. bis 13.10. und dritte Dekade 14.10. bis 23.10. Und hier haben wir die stärkste Merkur-Einwirkung in der dritten Dekade. Gut, dann gehen wir zum ersten oder zur ersten Dekade, 23.09. bis 23.10. Geborenen. Und hier haben wir fünf der Schwerter. Und hier geht es, wir hatten die Karte schon mal als Grundenergie für die erste Dekade, ist es ein Schlachtfeld zu räumen. Also hier ist eine Schlacht geschlagen worden, etwas gekämpft worden, wo keiner gewonnen und keiner verloren hat. Also selbst der, wo sich hier als Sieger auftürmt, ist nicht unbedingt ein Gewinner. Und es geht hier, einen Platz zu räumen, wo eine Schlacht geschlagen wurde, die niemandem was gebracht hat. Ja? Also das ist hier die Grundenergie, dass man hier sagt, ich kämpfe hier nicht weiter, sondern ich gehe in das positive Agieren. Wir haben ja eine sehr positive Grundenergie, sich um sich selber kümmern, den eigenen Körper ist wichtiger, als hier Energien zu verschleudern. Also behalte deine Energien bei dir, ist die Grundaussage für das Jahr. Auch hast du hier Eiwas als Rune, als Jahresrune bekommen. Und das ist die Einweihung in eine höhere Bewusstseinsebene. Also es geht um Größeres, es geht um viel mehr, es geht um dein Inneres. Also wir haben hier auch die Seelenkraft ganz stark, was dein Inneres anstreben möchte, ist jetzt hier viel wichtiger als dieses Klein und Klein im Außen. Also es gibt ja auch diese ganzen Alltagskämpfe und Nachbarschaftsstreits und weiß der Kuckuck, was es da alles gibt. So kleines Gedröse, über das man sich aufregt. Aber es geht bei dir in 2019 um viel wichtigere Dinge. Es geht um deine Selbstfindung, es geht um die Selbstpflege, es geht darum, deine Kräfte zu nutzen, deine Begabungen zu nutzen. Du bist ein ausgleichendes Zeichen. Es ist die Ausgleichung, die Ruhe. Und du hast eine gewisse Aura und Eleganz und die möchte leuchten. Deine Begabungen möchten gelebt werden. Und wir hatten ja die Abenteuerlust drin. Und vielleicht ist hier etwas in dir, das jetzt endlich raus möchte und gelebt werden möchte. Ja, also ganz, ganz stark. Schauen wir in den Partnerschafts- und Liebesbereich, kommt hier Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Also hier haben wir ein bisschen das Thema in der Grundenergie-Rückschau drin. Dass man manchmal hier so nach so alten Kämpfen zurückschaut und das nicht unbedingt so förderlich ist. Und hier haben wir auch das Thema des etwas Altes. Ne? Also entweder aus einem Vorleben oder eine frühere Beziehung, eine Ex-Beziehung kann hier wieder aufleben. Ne? Also dieser Partner, da ist irgendeine Verbindung da. Entweder, dass ihr schon mal zusammen wart oder in einem früheren Leben oder dass man sich einfach kannte oder es kommt ein alter Bekannter auf dich zu. Also gerade wenn du auch Single bist, kann das wirklich sein, dass hier nochmal etwas kommt aus der Vergangenheit.
was du aber als angenehm empfinden solltest, ne? Weil es wirkt jetzt hier nicht unangenehm. Und wenn aber hier nochmal jemand käme, also gerade mit der Grundenergie, wo man sagt, na, das gefällt mir jetzt nicht so, ne? Dann wäre es so, das Thema dann wirklich diesen Platz zu räumen und zu sagen, gut, jetzt ist genug, ne? Aber im Grunde geht es hier wirklich um etwas, was schön wird, ne? Also was gut wird. Oder das in einer bestehenden Beziehung kann auch sein, dass man sich wieder an alte Dinge erinnert, die einem mal in der Beziehung wichtig waren und jetzt wieder an Kraft gewinnen, an Energie gewinnen und wo einen kräftigen und stark werden lassen und wo einem auch gut tun. Schauen wir in den Bereich des Berufes, der Berufung hinein und da haben wir den Anker und der Anker steht für die Arbeit schlechthin. Das bedeutet im Beruflichen, man hat gut zu tun, man hat Beschäftigung. Wenn du noch keine Beschäftigung hast, wäre es ein Zeichen dafür, dass man eine Tätigkeit bekommt, dass man vielleicht wieder in einen Beruf reinkommt, in einen Job reinkommt. Also hier hat man Arbeit, hier hat man zu tun. Selbst wenn du in Rente bist oder Hausfrau bist, hast du hier immer noch was zu tun, irgendeine Beschäftigung oder du bekommst etwas angeboten, ne? Vielleicht auch ein Hobby oder eine Betätigung, die du in deiner Freizeit tun kannst. Also hier hat man etwas zu tun, hier hat man eine Aufgabe oder man bekommt eine Aufgabe. Ne? Und wenn man es mit der Grundenergie der Dekade vergleicht, kann es auch sein, dass man sich von etwas Altem löst und zu etwas Neuem hin. Muss aber nicht sein. Ne? Kann aber beim einen oder anderen zutreffen, dass man hier eine neue Arbeitsstelle finden wird. Aber hier wird man auf jeden Fall zu tun haben und eine Aktivität haben. Schauen wir in die Finanzen, haben wir die 6 der Kelche. Und hier geht es darum, dass man entweder von altem Geld, also Geld aus der Vergangenheit, noch zehren kann, alte Anlagen, altes Vermögen oder Sachen, wo du dir erspart hast, dass hier noch Sicherheiten da sind oder Sicherheiten generell da sind. Das macht es schon mal etwas solide, aber es ist auch eine Karte, wo sagt, naja, nicht nur in Erinnerungen schwelgen, es geht auch darum, neue Werte zu schaffen. Ne? Also gerade wenn du dich da ein bisschen so schwer tust oder vielleicht hast du früher mal mehr besessen und erinnerst dich immer gerne zurück, aber dir fällt es jetzt schwer, das wieder in die Umsetzung zu bringen, so wie du es gerne hättest, dann ist das ein Hinweis, dass man hier nicht in alten Erinnerungen schwelgen sollte, sondern aktiv in die Aktivität gehen, so wie es der hier sagt. Ne? Du kannst hier Werte schaffen und viel erreichen. Wir hatten ja hier das Thema, ihre positive Einstellung entscheidet darüber, ob sich die Dinge zum Guten entwickeln. Ne? Also die innere Schöpferkraft nutzen, um hier neue Werte zu schaffen. Das ist hier das Thema, neue Werte schaffen in 2019. Ja, das war es zur ersten Dekade. Jetzt gehen wir in die zweite Dekade für die Waagegeborenen hinein. Das sind die zwischen 4.10. und 13.10. Geborenen. Und ihr habt eine große Begabung. Also hier sind oft auch begabte Redner, Künstler, Politiker, Waagegeborenen sind ja ausgleichend, findet man sehr viele Politiker, Diplomaten auch unter den Waagegeborenen und da habt ihr einfach eure Begabungen, ne? Dieses Kommunikative, dieses Interessiertsein, auch am globalen Geschehen vielleicht interessiert sein. Gucken wir hier hinein in die allgemeine Energie. Und hier haben wir die 6 der Münzen. Und hier geht es um Geben und Nehmen, um das Thema Ausgleichung. Und als Jahresthema ist es einfach, es ist immer so ein bisschen, es ist auch immer ein bisschen Karma in der Karte drin. Also wie viel habe ich gegeben, wie viel habe ich genommen? Jetzt macht das ganze so Leben so eine kleine Abrechnung, so eine Zwischenabrechnung, so eine Zwischenbilanz wird hier gestellt. Das ist hier die Grundaussage. Ne? Und hier haben wir ja auch das Zeichen Waage drauf. Der hält ja die Waage in der Hand. Hier wird aufgewogen. Ne? Also
habe ich immer nur gegeben. Die letzten Jahre wird es vielleicht auch mal Zeit, wieder ins Annehmen zu gehen, dass hier keine einseitige Last entsteht. Du kannst zwar weiterhin gerne geben, aber mach auch mal die Arme auf und nimm an. Wenn du immer nur genommen hast, dann wäre es eine Aufforderung, so jetzt auch mal wieder ein bisschen was zurückzugeben, weil sonst hinkst du irgendwann auf einem Bein daher und das ist nicht so gesund, weil da könnte dann auch mal der Fluss versiegen. Ne? Das ist dann immer so, wenn die Ausgleichung kommt. Also alles immer so in die Waage bringen, in die natürliche Waage, dass sich's gut anfühlt. Dann wird man hier auch, sage ich mal, so von der Lebenswaage nicht enttäuscht werden. Also alles hier jetzt in den Ausgleich bringen, wie es auch der Waage entspricht, ja, und diese Begabung auch zu nutzen. Also das ist so das wichtigste Thema des Jahres, sich innerlich auszugleichen und wieder in Balance zu bringen. Vielleicht ist dir das auch in 2018 etwas schwer gefallen, deine innere Balance zu finden, was vielleicht nicht die übliche Stärke gehabt wie früher, ne? Und jetzt ist es an der Zeit, das wieder hinzubekommen. Vielleicht hast du auch Saturn-Einflüsse in deinem Zeichen gespürt ganz stark und jetzt wird es leichter. Als begleitende Rune für 2019 haben wir Ansus und das passt sehr gut. Das ist die Kommunikationsrune und die innere Weisheit. Ne? Also du bist sehr, sehr kommunikativ. Du hast diese ganze kommunikative Kraft und diese Luftenergie hier bei dir und deine innere Weisheit, das innere Mitgefühl ist hier auch sehr, sehr stark vertreten. Und darum kann es, also wird es mich nicht wundern, wenn der ein oder andere sich hier in dem Zeichen dann auch aktiv engagiert, karitativ engagiert und etwas tut. Ne? Also das ist hier eine sehr schöne Verbindung. Und du kannst über dein Element, über die Luft, die Klärung, die Weisheit, die Kommunikation auch sehr viel lösen, ne? Auch sehr viel erlösen. Schauen wir in die Liebe hinein, Liebe und Partnerschaft. Haben wir hier die Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Was ist denn hier los? Wir hatten das schon bei der ersten Dekade, Past Life. Also bei den Waageleuten scheint sich hier ja einiges auszugleichen. Also alles, was irgendwie in 2018 im Liebesthema in einem Ungleichgewicht war, kann sich jetzt endlich ausgleichen, dass man hier jemanden versöhnt, dass man jemanden vergibt, ne? Und dass jemand wirklich von früher wieder auf dich zukommen kann. Ja, und das muss nicht nur ein Ex sein, es kann auch sein eine Bekanntschaft oder etwas, wo man von früher kannte. Oder dass man jemand jetzt endlich verzeihen kann und dadurch sich löst. Ne? Nur durch das Verzeihen kann sich hier etwas öffnen, dass sich neue Türen öffnen. Also ganz wunderbar. Und die Kraft, die hier ins Feld der Berufung und des Berufes fällt, ist der Herr. Und das steht für die Aktivität. Also beruflich bist du sehr aktiv, bleibst auch aktiv und bist hier auch aktiv am Erschaffen. Ja, das haben wir hier drin. Und berufliches und Berufung leben, das, was dir wichtig ist, kommt in diesem Jahr nicht zu kurz. Ne? Also da bist du positiv gefordert, aber ich sehe jetzt keine Überforderung, sondern so, dass es noch Spaß macht. Ja, gut. Und wenn du im Beruflichen irgendwie eine Stagnation hattest, dann löst sich die auf. Ne? Die löst sich in 2019 dann auf und alles kommt wieder in den aktiven, natürlichen Fluss. Sei es, dass du einen Job ausübst, wo dir Spaß macht oder in eine Abteilung kommst, wo es dir Freude macht oder alles, dass sich halt verbessert. Ne? Gehen wir in die Finanzen und hier hast du eine große Arkana bekommen, das ist der Magier. Und der Magier ist die Schöpfungskraft und die Erschaffungskarte. Das heißt, du kannst deine Finanzen in 2019 also vermehren, viel erschaffen, erwirken und das nicht nur mit der Händearbeit, sondern wirklich auch mit deiner Kreativität, mit deiner inneren Begabung, ja, dass du das jetzt schaffst. Hier einiges
zu bewirken. Und du hast natürlich hier auch die Möglichkeit, also nicht nur Neues zu erschaffen, sondern dass du auch hier die Möglichkeit hast, hier vielleicht auch Sicherheiten zu erschaffen oder neue Möglichkeiten, neue Felder sich auftun, neue Ideen sich auftun, wie du neues Geld auch kreieren kannst. Ja? Also sehr, sehr schöpfungsreich und durchaus eine Karte, wo erfolgsversprechend ist im Bereich der Finanzen 2019. Ne? Es ist deine innere Kraft. Es ist auch, nutze ich diese Schöpferkraft in mir, ja? Um hier Positives zu erschaffen, materielle Fülle zu erschaffen, so dass es dir persönlich gut tut. Ja, gehen wir in die dritte Dekade. Das sind all jene Waagegeborenen zwischen 14.10. und 23.10. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die die stärkste Merkurkraft haben. Wir sind jetzt im Merkurjahr 2019. Kommt der Merkur ganz stark und unterstützt natürlich die Waagen auch. Und besonders hier die dritte Dekade. Und du hast eine super Ausgangskarte. Du hast die Grundenergie der Sonne. Und das ist die höchste positive Karte im Tarot und auch im Lenormand. Und die Sonne sagt, du hast viel Kraft, du hast sehr viel Energie, das Glück ist auf deiner Seite. Egal, wie anstrengend mal etwas ist, es geht immer gut aus. Es ist die positive Bejahung hier. Wir haben ja hier die Aktivität und alles drin und das ist eine super Basis, eine super Basiskarte. Wir haben hier die Rune, die begleitende Rune ist die Berkana und das ist die Geburt neuer Ideen. Also an Ideen, diese Offenheit, wo man auch der dritten Dekade zuspricht, dieses Freidenkerische, diesen edlen und noblen Charakter. Ja, das ist hier alles mit drin, ne? Dieses Freie, dieses Mütterliche, das ist eine behütende Rune, die dich nährt, die dich stärkt von innen und die dich hier mit neuen Ideen und Inspirationen auch ernährt, ja? Also dir fliegen die Ideen nur so zu und auch die Inspiration und du kannst hier aus den Vollen schöpfen. Das ist eine sehr, sehr starke Energie und sehr, sehr positiv. Wir schauen hier in Liebe und Partnerschaft rein und da kriegst du auch eine gute Karte. Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also gerade in Liebe und Partnerschaft. Ganz, ganz tolle Ausgangskarten hier, dass man hier endlich den Partner fürs Leben kennenlernt, gerade als Single. 2019, alle Möglichkeiten, hier die Partnerschaft fürs Leben zu finden. Oder dass die Chemie innerhalb der Partnerschaft wieder stimmig wird. Ja? Also eine Chemie ist hier sehr, sehr stimmig und man fühlt sich als Einheit. Ne? Also ganz, ganz klasse Aussichten für Liebesbereich und Partnerschaft. Schauen wir in Beruf und Berufung, haben wir hier die Lilie und die steht für Ruhe und Frieden. Also das bedeutet jetzt nicht Ruhe in Frieden, die Arbeit ruht jetzt, nein, sondern dass die Arbeit harmonisch verläuft, in Ruhe und Frieden. Also du kannst deiner Tätigkeit sehr, sehr gut und friedvoll nachgehen und diese Ruhe brauchst du auch, gerade wenn du offen sein möchtest für Neues, brauchst du auch diese Stille drumherum, um kreativ schöpfen zu können. Ja, und das hat hier auch, wenn du zum Beispiel in einem sozialen Bereich arbeitest oder im Bereich der Familie etwas machst oder in einem Familienunternehmen, hast du da eine ganz starke, stabile Kraft hinter dir. Ansonsten kann die Karte auch für eine Unterstützung stehen, also im Beruflichen, dass man hier eine Unterstützung erfährt, eine Förderung erfährt, vielleicht auch eine Beförderung erfährt. Also mit dieser Karte ist hier alles im Beruflichen möglich, dass man schaffen kann.
wirklich Werte schaffen kann, langfristige, besondere Werte. Und diese Karte steht nämlich auch für etwas sehr, sehr Edles, ne? Und da steckt auch die Leidenschaft drin, weil die Lilie ist auch immer die Sexualitätskarte. Und also eine Leidenschaft, vielleicht auch eine berufliche Leidenschaft, die jetzt gelebt werden kann, ne? Dass man wirklich aus Leidenschaft hier etwas tut, eine Tätigkeit. Im Bereich der Talente und Berufung kann wirklich der Bereich Familie und Soziales eine Antriebsfeder sein. Ja? Also sehr aktiv, ja auch das Bild im Beruflichen und sehr friedvoll. Gehen wir in die Finanzen. Und hier haben wir die 8 der Münzen. Hier wird ein Cocktail kreiert, etwas angemischt. Und ich sehe das so, du brauchst hier noch so ein bisschen, ja, also wenn du etwas tust, eine Tätigkeit, es ist ja alles von positiver Bestrahlung. Es ist auch keine schlechte Karte, nur die Karte sagt halt, ja, was die Finanzen betrifft, wenn du das zum Erfolg bringen möchtest, was du vorhast oder hier neue Einnahmen kreieren möchtest, weil an sich wirkt das sehr stabil, dann brauchst du etwas Geduld, ne? Du musst vielleicht auch noch ein bisschen dran feilen, dass es dir diesen finanziellen Erfolg bringt, wo du dir vorstellst. Oder wenn es bei einer Beförderung um eine Gehaltserhöhung geht. Vielleicht musst du noch ein bisschen ja, verhandeln oder etwas machen, dass es letzten Endes auch diese Entlohnung ist, die du dir vorstellst. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja die Sonne. Und so wie die Konstellationen hier liegen, wird dich das ja sehr befriedigen. Und auch du kannst im Rückblick dann sehr, sehr zufrieden sein. Ja, das waren die Karten jetzt für die Waagegeborenen und das Jahreshoroskop für die Waagegeborenen. Und ich würde mich freuen, wenn du das Video auch kommentieren magst, wenn du mir ein Feedback gibst, dass ich sehe, wo es für dich schon stimmig war, wie es dir gefallen hat. Gerne kannst du auch einen Daumen hoch geben oder auch das Video oder beziehungsweise den Kanal abonnieren, damit du immer informiert bist, wenn ich etwas Neues hochlade. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ein wunderbares 2019 und freue mich, wenn du meinem Kanal treu bleibst. Kommen wir nun zum letzten Luftzeichen, den wunderbaren Wassermann-Geborenen. Wassermann-Geborener bist du, wenn du in der Zeit vom 21. Januar bis 19. Februar geboren bist. Ich bin sehr gespannt, was die Wassermann-Geborenen für Karten haben, weil ich vom Aszendenten Wassermann bin und mir natürlich auch die Grundeinflüsse anschaue. Du kannst natürlich auch, wenn du deinen Aszendenten kennst, zum Beispiel dann noch bei den Orakeln gucken, wo dein Aszendent drin liegt. Und wir beginnen hier mit den Allgemeineinflüssen, doch vorher sage ich euch nur schnell, wann die Dekaden beginnen, damit du nachher dann vorspulen kannst. Unter dem Video kannst du auch anklicken, wenn du vorspringen möchtest. Da habe ich die Zeiten drin für die Dekaden. Und zwar die erste Dekade Wassermann geht vom 21.01. bis 29.01. Die zweite Dekade geht vom 30.01. bis 28.01. Hier haben wir den stärksten Merkur-Einfluss. Und die letzte Dekade, die dritte, geht vom 9. Februar bis 18. Februar, wenn du in der Zeit geboren bist. Und wir beginnen, wie gesagt, hier mit der, ja, mit der allgemeinen Botschaft für das Zeichen Wassermann. Ja, und hier haben wir auch das Element Wasser, das ist sehr spannend. Du kriegst hier die Kelchkönigin, ja. Und also du bist im Luftelement, aber der Wassermann hat für mich vom Zeichen her, wir sind zwar Luftelement, ne, im Wassermann, aber es hat trotzdem auch immer eine Kombination mit Wasser für mich zu tun, dieses Element. Und also dieses Sternzeichen. Und hier haben wir die Gefühlsebene im Tarot. Also ganz stark die Gefühle, wenn es um Thema Liebe geht, wenn es ums Thema Beziehungen geht, das ist
so das Thema, das dich mit durch das Jahr 2019 trägt, deine inneren Gefühle und Empfindungen auch auszuloten, Herr zu werden, also die Herrscherin über dieses Element. Du machst einen großen Wachstumsprozess auf der Emotionalebene durch in 2019, dass du hier reifen wirst, du wirst hier erwachsener werden in deinen Ansichten, wo du früher vielleicht noch gedacht hast, ist jetzt nur ein Beispiel, das ist ja nicht schlimm, schau mal, die weint jetzt dem Mann schon ein Jahr oder was nach, warum macht sie das, könnte sich doch neu orientieren oder umschauen, weil der Wassermann erfindet sich immer wieder neu, ne? Und es war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und dass du dann sagst, Mensch, ja, ich verstehe sie jetzt. Das ist mir auch widerfahren. Das habe ich jetzt auch erlebt. Und ich bin jetzt emotional gereift. Ich kann das jetzt besser verstehen und wahrnehmen. Also es tritt hier eine emotionale und seelische Reifung ein. Ne? Das ist das Thema des Jahres. Und auch wieder Herr über die Gefühle zu werden. Gerade wenn du die letzten Jahre oder in 2018 das Thema hattest, du hattest so den Eindruck, ich war nicht mehr Herr über meine Gefühle, ich war nicht mehr Herr über mich selbst, dann findest du jetzt hier in deine Kraft zurück, ja, und vielleicht auch wieder die Kraft zu haben, ganz offen auf die Menschen zuzugehen und zu lieben. Vielleicht konntest du das nicht, ne? Weil du verletzt wurdest. Der Wassermann verletzt wurde, dann trägt er das tief in sich und vergisst das auch nicht so schnell. Gucken wir die nächste Karte an. Das ist der begleitende Engel für die Wassermanngeborenen in 2019. Und hier haben wir Erzengel Raziel. Das passt sehr schön zu dem, was ich gesagt habe mit den Empfindungen. Das kann sehr auslaugen. Und Raziel sagt, hol dir deine Kraft zurück. Es ist jetzt an der Zeit, deine Kraft und deine Stärke dir zurückzuholen. Wende deine gottgegebene Kraft und Intention an, um Segnungen in deinem Leben zu manifestieren. Ja, also man möchte, dass du die Segnungen wieder sehen kannst, dass du die Segnungen wieder annehmen kannst, dass du darüber stehst, ne? Du hast eine tiefe Erfahrung gemacht und wirst vielleicht noch in 2019 weiter emotionale Reifung und Erfahrung machen, das wollte ich eigentlich sagen. Also die Reifung sowieso, hatte ich ja schon gesagt, aber emotionale Erfahrung machen. Vielleicht noch das ein oder andere, wo du jetzt noch mitnimmst. Und man möchte, dass du hier sagst, Mensch, ich bin jetzt gereift und ich habe verstanden, weil man will dir hier Segnungen zukommen lassen. Man möchte, dass du voranschreitest, ne? Und Raziel ist auch ein sehr, sehr starker Erzengel, wenn es um Gerechtigkeit im Leben geht. Da haben wir Einflüsse von Zadkiel, wo um Gerechtigkeit gehen. Wir haben Einflüsse von Metatron, wenn es um die Gerechtigkeit des Lebensweges geht. Und Raziel ist auch ein sehr starker Erzengel, wo dafür steht, dass Gerechtigkeit widerfährt. Dass sehr viel Karma schon im Leben abgebaut wird und nicht in die nächste Inkarnation mitgetragen wird. Und hier geht es jetzt darum, genug, ne? Vielleicht genug getrauert, vielleicht genug betrauert, vielleicht genug an Tränen vergossen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder deine Kraft dir zurückzuholen, deine Stärke, ne? Weniger zu jammern. Und der begleitende Stein für die Wassermanngeborenen in 2019 ist der Unakit. Erhörte Gebete. Dank all der großartigen Arbeit, die sie geleistet haben, steht ihnen die Tür für göttliche Hilfe offen. Also man hat dein Flehen oder dein Jammern, was auch immer, gehört und jetzt öffnen sich
die Türen. Du sollst wissen, man hat dich gehört. Und man sagt, ja, auf wen wartest du? Wir sind schon längst da, du nimmst uns vielleicht nicht wahr. Und jetzt hol dir deine Kraft und deine Stärke zurück. Und das hat nichts damit zu tun, dass du emotional nicht weiter fühlen kannst, ne? Wenn du irgendwas erfahren hast, dass du das ganz ablegen sollst und hart werden sollst. Nein, nein, das ist damit überhaupt nicht gemein. Du hast die Erfahrung, die Emotion gemacht und die Erfahrung und die Emotion trägst auch weiter in dir. Aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja? Also das ist hier ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zur Wasserenergie, wo ich ja gesagt habe, das Wassermännchen sehe ich trotzdem nicht nur als Luft, ist ja dem Luftelement zugeordnet, sondern vielleicht auch hier das Wasserelement zur Reinigung zu nutzen, die hier reinzuwaschen. Vielleicht hast du auch Lust, 2019 ganz stark vielleicht mal ins Meer zu fahren oder an die See oder in eine Therme zu gehen, irgendwelche Dinge zu machen, die mit Wasser zu tun haben, um dich hier zu stärken. Also das ist so eine Energie, die ich ganz stark hier mitbekomme. Also wunderschön. Man bekommt Hilfe, man bekommt Unterstützung. Ne? Du wirst gehört. Ja, dann gehen wir jetzt in die Dekaden rein und beginnen mit der ersten Dekade. Und die erste Dekade sind all jene vom 21. Januar bis 29. Januar Geborenen. Und wir haben hier den Grundeinfluss der Dekade. Der ersten Dekade Wassermann ist eine schöne Karte. Das sind die zwei der Kelche. Wieder Kelche. Es geht um Liebe, es geht um Gefühl. Die erste Dekade ist immer so dieser Startimpuls für das Sternzeichen. Und die Wassermänner sind ja die Künstler, die Erfinder, die Neugierigen, die Weltenbesegler, ne? Also das sind so Entdeckertypen. Und das ist hier so der Startschuss also für diese Energien. Und hier haben wir jetzt die Kelchkraft für dich nochmal ganz, ganz stark, dass du hier ganz toll Beziehungen knüpfen kannst in 2019. Alles, was mit Beziehungen, Verbindungen, Verträgen zu tun hat, sehr, sehr gute Karten, sehr gute Grundenergie. Es kann auch bedeuten, dass man eine Partnerschaft eingeht oder dass eine Partnerschaft sehr gut wird, ne? Also sehr schön und erfreulich. Dann schauen wir die begleitende Rune an, die die erste Dekade hier begleitet. Und das ist die Rune Pertro. Und diese Rune sagt, Chancen nutzen und die freie Wahl haben. Also, dass sich hier wirklich Chancen für dich auftun und dass man eine Auswahl hat. Also, dass es hier keine Beschränkungen gibt. Das ist schön. Ich schaue mal im schlauen Büchlein nach, weil ich mich schon länger mit den Runen nicht mehr beschäftigt hatte, habe ich einiges vergessen. Und ich schaue mal, Pietro ist hier 50. Und da gucken wir mal. Interessant, diese Rune ist dem Wasserelement zugeordnet, weil mir kommt hier die ganze Zeit immer dieses Wasserelement. Und hier haben wir ja auch Wasserelement. Also spannend. Und zwar steht hier, die Chancen nutzen, haben wir schon mal. Und diese Rune ist stark mit dem Schicksalsweg verbunden. Und man schöpft Erkenntnisse aus dem Wissen der Vergangenheit. Und man möchte, dass du deinen weiteren Lebensweg betrachtest und diesen deinen aktuellen realen Bedürfnissen ja entsprechend anpasst, ne? Und zu wissen, du hast immer die Wahl, ja, also du kannst auch immer noch einen anderen Weg einschlagen, ja, also hier tun sich Wege auf
und zu wissen, man ist nicht in was reingebunden. Es gibt Möglichkeiten. Auch wenn man hier vielleicht das Gefühl hatte, ich war dem Schicksal irgendwo ausgeliefert, ich konnte dem Ganzen nicht entfliehen, so werden sich jetzt die Wege zeigen, dass es doch immer Wege gibt im Leben, ne? Etwas zu verbessern, etwas schöner zu machen. Und hier steht auch, wenn du nicht weißt, wie du die Veränderung herbeiführen kannst, diese Rune ist auch die Rune der Quelle der Inspiration. Ja, und das passt ja auch zum Wassermann mit seinem Erfindergeist und Inspiration. Also an Inspiration sollte es dir in 2019 nicht mangeln. Und du kannst hier sehr gute Verträge oder Verbindungen eingehen, Verbindlichkeiten schaffen. Also sehr, sehr schön. Wir schauen die Liebe und Partnerschaft an. Und hier haben wir, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Also du selber bist hier gefragt, auch ein Stück weit dich im Herzen zu öffnen. Vielleicht auch deshalb so viel Kelchkraft, vielleicht auch wenn du verletzt oder enttäuscht wurdest, dass du dich traust, dich wieder mehr im Herzen zu öffnen, mutig bist und einen Schritt auf das, was du dir wünschst. Das muss nicht immer nur die Person sein, ne? Dass du auf die Person zugehst und auch mal den Mund aufmachst oder aktiv wirst, sondern es kann auch bedeuten, dass du einfach innerlich nach vorne gehst und dich öffnest und sagst, ich traue mich mal, jemand anzusprechen oder ich traue mich mal, etwas anderes zu tun. Weil eigentlich sollte es dem Wassermann nicht daran mangeln, hier sich zu trauen. Weil ihr habt auch so ein bisschen das Neugierige mit drin. Ne? Aber du hast natürlich auch einen gewissen Anspruch an dein Gegenüber. Vielleicht möchtest du, dass der auch Talente mitbringt oder auch kulturell interessiert ist. Und da geht es auch viel um die eigenen Ansprüche abzuwägen. Ja? Sehr schön. Aber hier mehr mit dem Herzen zu sehen. Ne? Weil hier haben wir ja die Partnerschaft drin. Das ist hier eine gute Partnerschaft. Also es ist eine sehr gute Ausgangslage auch für Partnerschaft. Das ist die Grundenergie. Partnerschaften erschaffen. Und im Bereich der Berufung, oder des Berufes, der Berufung, kommt hier der Berg. Und der Berg sagt hier immer, ja, es sind hier noch ein paar Steinchen da, ein bisschen Geröll, hier sind ein paar Blockaden drauf, vielleicht auch eine Last, die noch getragen wird im beruflichen Sinne, die hier bewältigt werden darf. Also in 2019 werden hier einige, sage ich mal, Lasten im Beruflichen entfernt und es sollte dann leichter werden, weil du hast ja hier eine positive Grundenergie, hol dir deine Kraft zurück. Ne? Lass dich nicht klein machen, lass dich nicht unterdrücken, wenn das im Beruflichen so ist, sondern geh in deine Stärke, in deine Kraft. Mach's nicht mit Sturheit oder etwas. Der Wassermann kann sehr stur sein, besonders wenn er verletzt wurde, wenn er angegriffen wurde. Das bringt dir aber nichts, ne? Es verhärtet nur die Fronten. Und du kannst gut reden, du kannst mit den Menschen kommunizieren, du kannst die Menschen auf deine Seite ziehen. Und wenn du das nutzt, wirst du das viel leichter bewältigen können. Im Zeichen der Berufung liegt der Berg oder steht der Berg auch für Edelsteine, für Heilsteine und so weiter. Ne? Dass man sich hier im Bereich der Edelsteine vielleicht auch Unterstützung holt oder auch gerne selber damit arbeitet, kann auch sein. Dann haben wir hier die Finanzen. Und hier haben wir das Thema oder die Karte 9 der Münzen, das heißt Sicherheiten schaffen. Ne? Also hier ist schon was erreicht worden und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die Finanzen und die Finanzen weiter stabil zu halten. Alles trägt Früchte, alles ist am Reifen. Man kann auch ein Stück weit genießen in 2019, was schon erschaffen wurde oder was man schon sich lange erschaffen hat. Und diesen Genuss darf man auch leben. Ne? Und der Wassermann mag auch gerne mal genießen. Ja, also sehr schöne Karten für die erste Dekade. Schauen wir in die zweite Dekade rein.
wenn du zwischen 30. Januar und 8. Februar geboren bist, dann hast du hier die stärkste Merkurkraft drin, was die Kommunikation betrifft, weil es ist das Merkurjahr. Und wir schauen mal, was bei dir liegt. Wir haben hier als Grundenergie den Gehängten. Ja, der kam schon mal bei anderen Sternzeichen. Und der Gehängte sagt hier immer, ja, deine Welt steht ein Stück weit Kopf oder wird auf den Kopf gestellt. Ne? Vielleicht auch, es ist so ein bisschen Richtung Eremit. Es geht auch um die Innenschau, nach innen zu blicken. Es geht hier um die innere Erleuchtung, das spirituelle Wachstum haben wir drin. Also manche Dinge sind nicht so einfach in 2019. Da solltest du mal mit einem anderen Blickwinkel dran gehen, um wieder eine direkte Sicht zu bekommen. Und diese Karte, es wird dich vielleicht erstaunen, hängt ganz stark mit Hol dir deine Kraft zurück zusammen. Vielleicht musst du auch mal in die Stille, in die Meditation gehen, in das Durchhängen, um hier wieder einen klaren Blick auf die Dinge zu bekommen. Die zweite Dekade, Wassermann, ist ja besonders neugierig, abenteuerlustig. Vielleicht gehst du auch gerne auf Reisen. Und deinem Zeichen sollte es eigentlich gar nicht so schwer fallen, mal den Blickwinkel zu ändern, weil du das eigentlich immer wieder tust. Und jetzt ist es vielleicht Zeit, doch nochmal etwas zu überdenken, weil, wie gesagt, der Wassermann kann sich auch mal ein bisschen stur in was verrennen, in eine Ansicht. Und da brauchst du vielleicht mal einen Schubs zu sagen, hey, im Moment, ich ruder da zurück und guck mir das doch nochmal von der anderen Seite an, um dann zu sehen, ja, ist es gut für mich oder nicht. Ne? Also das ist hier so das Thema. Manchmal steht die Welt so ein bisschen Kopf. Man darf den Blickwinkel verändern, weil die Rune, die begleitende Rune für 2019, die ist recht gut. Das ist die Rune Jera und die steht für natürliches Wachstum. Rhythmen und Zyklen beachten. Ja, also wenn du mit den Zyklen gehst, mit der Natürlichkeit gehst, dann wirst du Wachstum und reiche Ernte haben. Wir haben hier das vollstehende Feld, ne? Den Baum, der Wurzeln trägt. Und wenn du dich gegen die natürlichen Rhythmen und Zyklen stellst, dann steht deine Welt Kopf. Dann wird sie auf den Kopf gestellt. Also alles, wo du das Gefühl hast, die Welt kippt um, da genau hinschauen, weil da arbeitest du vielleicht innerlich auch wieder die Natur. Da willst du vielleicht was erzwingen, was so nicht funktioniert. Und dann hängst du so durch. Ne? Und das ist aber auch die Chance. Also in diesem Punkt, wo man so durchhängt, ist eine unwahrscheinliche Chance drin, hier dann etwas zu verwandeln. Weil du hast ja hier eine sehr, sehr positive Rune bekommen. Das natürliche Wachstum. Hier wird nichts Künstliches erzwungen. Das, was wächst und was Gutes gedeiht, hast du dir auch redlich verdient. Ja? Also ganz positiv. Dann gehen wir in Liebe und Partnerschaft. Da kommt das Thema Vergeben und Lernen. Also hier geht es nochmal um was loszulassen, etwas zu vergeben. Wie gesagt, ich hatte es schon mal angesprochen, die Wassermänner tun sich als bisschen schwer im Verzeihen. Nicht alle, kommt immer auf deine weiteren Aspekte im Horoskop drauf an. Aber von der Grundenergie kann der Wassermann hier sehr starr sein. Und hier steht, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Also, warum willst du dich geißeln mit einer Vergangenheit, die du eh nicht ändern kannst? Und vielleicht wurde da manches gesagt oder getan, was natürlich nicht in Ordnung war. Aber wenn du dich weiter dran aufhängst, hängst du dich auf in dem Moment. Ne? Das passt so. Ne, das war jetzt so ein Sinnbild. Ne? Ich hänge mich hier auf, ich warte und dann kommst du nicht weiter. Ich hänge mich auf und dann komme ich nicht weiter in dem Moment. Ne? Ich hänge hier so durch, ich warte ab und dann hängst du so fest. Und es geht darum, nicht weiter festzuhängen, denn zu vergeben und zu lernen. Ne? Also das ist ein Lernprozess auch, vergeben zu lernen. Das kann nicht jeder. Manche Dinge sind auch schwer zu vergeben.
Aber du heilst damit deine Vergangenheit und kannst endlich loslassen. Und du erfährst Liebe im Hier und Jetzt. Also gerade wenn du wirklich noch an was Altem festhängst, du erinnerst dich dran, es macht dich wütend, es macht dich traurig, es bringt dir Groll, dann klebt das regelrecht noch an dir und in dem Moment stehst du wieder Kopf. Ne? Löse dich davon. Es geht um die innere Erkenntnis. Also das ist eine starke spirituelle Karte. Siehst du diesen Leuchtkranz um seinen Kopf? Das ist die innere Erkenntnis. Wenn dir innerlich das Licht aufgeht, wie in so einer Glühbirne, wo du sagst, ah, jetzt hab ich's. Hier kommen sogar die Engel, die kommen so wie ein Licht an und geben dir und flüstern dir das immer wieder ein und sagen, hör auf damit, ne? Tust dir damit nicht gut. Weil diese Energie möchte gelöst werden, gerade wenn es in Liebesthemen sehr belastend ist und du dich vielleicht schon lange wieder nach einer guten Partnerschaft sehnst oder wenn deine Partnerschaft sehr anstrengend ist, dass hier das Gute wieder zu dir kommt. Also es sind große Chancen drin, weil du hast diese gute Rune mit dem natürlichen Wachstum. Ja? Dass alles, was jetzt an Wachstum kommt, in 2019, wird auch weiterhin Bestand haben. Und das ist super positiv, weil manchmal haben wir so einen schnellen Erfolg und dann bricht der irgendwann wieder zusammen. Aber das, was du dir hier verdient hast, was du ernten kannst, wo du merkst, da wächst es, wirst du auch lange von haben. Ja, das ist sehr, sehr schön. Und genauso ist es dann auch in Beziehungsdingen. Da, wo du ordentlich aufräumst, wo du die Dinge gut werden lässt, da wirst du langfristig davon profitieren. Also du kannst hier in 2019 langfristige Dinge erschaffen. Sehr schön. Im Beruflichen. Beruf, Berufung, geht etwas zu Ende. Das ist der Sarg, nicht erschrecken. Das bedeutet, dass hier etwas zu Grabe getragen wird. Etwas, was im Beruflichen nicht mehr funktioniert oder noch nie funktioniert hat, wird nun beendet. Man lässt es los, man lässt das hinter sich. Wenn dir im Beruflichen etwas Kummer macht, es ist Zeit nachzuschauen, wenn da jedes Mal im Kopf stehst, du festhängst, ne? Du nicht loskommst, dann ist es zu schauen, will ich das noch länger, will ich mir das noch länger antun? Ja? Weil die Grundenergie war, hol dir deine Kraft zurück, egal in welchem Lebensbereich, Liebe, Beruf, na, und so weiter, wo auch immer hier die Stagnation ist. Hier ist eine Stagnation. Und es kann sein, dass in 2019 hier im beruflichen Bereich es stagniert. Und das ist dann ein Zeichen zu schauen, muss ich was verändern, muss ich vielleicht einen Wechsel machen oder was stimmt hier nicht. Hier krankt etwas. Hier ist was krank. Und das möchte behoben werden. Ja? Wenn du vielleicht auch deine Talente nicht richtig leben kannst und oder deine kulturellen Aspekte, die du brauchst, diese Anregungen. Also irgendwas macht dich vielleicht auch hier traurig, ne? Und es geht darum, vielleicht auch an den Schmerzpunkt geführt zu werden. Aber alles, was du dir dann redlich erschaffst, hat dann Bestand. Ja? Gleiches gilt für den finanziellen Bereich, hier haben wir den Mond. Und der Mond steht ja eigentlich, im Lenormand steht er für den Erfolg. Im Tarot steht er aber auch mehr für die Schatten. Und vielleicht musst du im Finanziellen nochmal mit so inneren Schattenthemen kämpfen. In 2019, die müssen nicht mal so real sein. Das kann sein, dir geht es finanziell eigentlich ganz gut, aber du hast immer wieder eine Angst, um alles zu verlieren oder nicht genug zu haben, keine dauerhafte Versorgung zu haben. Also das sind so die Schatten und die Ängste, die immer wieder hochkommen können und du wirst damit konfrontiert. Und man sieht ja hier, die Katze sieht sich im Spiegelbild viel größer und das ist viel schauriger, als sie wirklich ist. Und das kann auch sein, dass du so ein bisschen ein verzerrtes Bild darauf hast. Dass du es dir schlimmer ausmalst, als es wirklich ist. Und mit diesen Schatten wirst du nochmal konfrontiert. Weil ansonsten geht es ja hier um dieses Wachstum. Ne? Es ist ja ein Wachstum da. Ja? Vielleicht auch, wenn es im Beruflichen nicht weitergeht und du das Thema hast, du bist arbeitslos oder da kommt kein neuer Job klar, dann macht man sich um die Finanzen Sorgen. Aber es ist hier immer ein Zeichen für, dass man sich mehr Kopfkino macht, als tatsächlich ist. Und dieses Kopfkino bringt einen
in diese Hängeposition, dass man nicht in die Aktion gehen kann. Und die sagen, hol dir deine Kraft zurück, deine Stärke zurück, dann kannst du das Berufliche meistern, dann kannst du das schaffen, dann kannst du das bewegen und dann wirst du auch das Finanzielle. Also ich sehe das Finanzielle hier ganz stark an die Arbeit auch geknüpft, an das, was du hier erschaffen kannst. Ja? Vielleicht wirst du auch bei der Arbeit nicht in deiner Kreativität gesehen oder gewürdigt oder dann auch nicht dementsprechend finanziell entlohnt. Also hier können verschiedene Themen dahinter stehen. Du weißt selbst am besten, was damit gemeint sein kann. Und diese Themen gilt es zu überwinden. Ja? Ja, dann wünsche ich dir ein wunderbares 2019 und gerne kannst du auch kommentieren. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Gehen wir nun zur letzten Dekade, zur dritten Dekade vom Wassermann. Das sind die vom 29. Februar bis 18. Februar Geborenen. Die Künstler, ne? Die Künstler unter den Wassermännern, die auch an das Gemeinwohl denken, vielleicht auch gemeinnützige Ideen in sich tragen. Das ist ganz stark in dieser Dekade. Und das beherrschende, ja, Symbol für die dritte Dekade Wassermann in 2019 ist das Schicksalsrad im Tarot. Und das hatten wir auch schon mal bei einem der Zeichen. Und das Schicksalsrad steht, ich mache das mal so ein bisschen hoch, dann kann ich euch das hier hinlegen. Und das Schicksalsrad, das steht dafür, also auch ein bisschen für den Lebensweg, für das Karmische steht da dahinter. Und es ist immer die Frage, wo auf dem Rad befindest du dich? Bist du oben auf oder bist du gerade unten? Ne? Und das ist auch immer so das Rad des Ausgleiches. Ne? Wie hast du dein Leben gelebt? Warst du gut zu den anderen? Hast du nur an dich gedacht? Und das kann jetzt hier so ein bisschen zurückschlagen, im positiven oder im negativen Sinne. Und ich habe es schon mehrmals gesagt, wir haben ja ganz stark die Einkräfte von Saturn im Steinbock seit Ende 2017 und immer wieder streift er mehr oder weniger durch die verschiedenen Zeichen auch und nimmt Einfluss auf die anderen Sternzeichen auch. Und es kann hier schon sein, dass es hier auf die dritte Dekade jetzt hier so nochmal einen Einfluss nimmt, ne? Und dass du dich hier nicht so sehr in so einen Kreislauf begibst, weil das kann auch manchmal ein Kreislauf sein, wie so ein Teufelskreis, wo man nicht so richtig rausfindet, wo man schon viel zu lang verhaftet ist. Besonders mit der Grundaussage hier, hol dir da eine Kraft zurück. Ne, dass man vielleicht möchte, dass du aus diesem Karma-Rad jetzt aussteigst und eigentlich ist es das Hamsterrad, aber Kamerad in dem Sinne, dass du dich eben nicht in dein Schicksal fügst, sondern dass du aktiv etwas dafür tust. Also im positiven Sinne, ne? Kann man nämlich hier auch Dinge bewegen. Und du kriegst als Jahresrune die Rune Dagas und die steht für die höhere Wahrnehmung und die Anbindung an die Quelle. Also du kannst jetzt sehr, sehr gut, das ist sehr eine spirituelle Aussage auch. Wir haben ja hier den Schutz drin, also dass die Gebete erhören, dass hier eine gute Anbindung, ein guter Draht nach oben. Ja, und das solltest du nutzen, dass du sagst, ich ergebe mich hier nicht in mein Schicksal oder in meine Situation. Ich nutze diese gute Anbindung nach oben, gib mir die richtigen Eingebungen. Du hast eine erhöhte Wahrnehmung in 2019, um Dinge auch wahrzunehmen, ein neues Bild zu sehen. Ja, ich schaue bei dir auch noch mal hier in das Büchlein rein, was zu der Gas noch steht. Das ist nicht so die geläufigste Rune für mich, obwohl sie auch schon mal vorkam. Also hier geht es auch um das Licht, den Tag, so also die Helligkeit, die Sonne zu sehen, die Anbindung an die höchste Quelle, höhere Wahrnehmung, Erleuchtung, Wissen.
Seelenerweckung, Kommunikation mit der höchsten Quelle. Ne? Und du hast ja die Kraft der Kommunikation auch in dir als Wassermann. Und dass du hier wirklich in Kommunikation auch mit deinem höheren Selbst gehst, vielleicht auch mit den höheren Mächten. Ja? Du kannst dich hier in einer Meditation tief leiten lassen. Und da musst du natürlich hier ein bisschen auch in die Stille gehen, also weiter weg vom Trubel. Und dieses Licht wird dir den Weg auch leuchten zum Richtigen hin. Also ein spirituelles Jahr, ein Jahr, der, ja, vielleicht wirst du dich innerlich erweckt oder erleuchtet fühlen nach diesem Jahr. Dass du siehst, dass es vielleicht manches auch anders gekommen ist, als du dir vorgestellt hast und das vielleicht gar nicht schlechter, wie du dir gedacht hast. Schauen wir in die Liebe und Partnerschaft hinein. Und hier haben wir Probleme in der Familie heilen, also Heilungsthemen innerhalb der Familienkonstellation. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Also es kann sein, dass du ein Thema mit deinen Eltern hast, das erlöst werden darf, dass du hier sagst, ich kann mich in der Liebe öffnen, ich muss in der Partnerschaft nicht dasselbe durchmachen, wie meine Eltern durchgemacht haben. Kann hier dahinter stehen, wenn es um Themen geht wie Scheidung oder Streit innerhalb der Partnerschaft, dass du hier siehst, dass auch Beziehungen gut geführt werden können. Das kann hier das Thema sein. Oder allgemein Themen, Probleme in der Ahnenkonstellation. Sowas kann hier Hintergrund sein. Also auf jeden Fall geht es hier um diese Themen zu heilen, zu erlösen innerhalb der Partnerschaft, wird etwas in dir heil werden. Ne? Dass man vielleicht auch wieder richtig lieben kann oder Liebe zulassen kann. Besonders dann, wenn du enttäuscht wurdest. Ja? Also, dass du hier eine Enttäuschung erfahren hast. Gehen wir in die Karte der Berufung und des Berufes. Und hier sind die Sterne. Und darum nochmal mehr der Hintergrund. Es wird ein sehr spirituelles Jahr für dich in 2019, weil die Sterne stehen für die Spiritualität. Und das bei der Berufung, beim Beruf. Vielleicht ist es wirklich deine Berufung, einen spirituellen Job auszuüben, in der Spiritualität zu arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, dass du deine Talente nutzen solltest. Egal welche du hast. Das muss nicht immer im Spirituellen liegen. Es kann auch sein, dass du gerne schreinerst oder malerst oder was töpferst oder mit Aktien handelst oder was auch immer dein Talent ist, mit Zahlen gut umgehen kannst. Das, was dein Talent ist im Beruflichen, solltest du leben. Und das wird dir dann großen Erfolg bringen. Wenn du dich nicht getraut hast, deine Talente zu leben, dann kann es jetzt bedeuten, dass du dich in 2019 traust. Hol dir deine Kraft zurück, ermächtige dich selbst, lass dich nicht gängeln und lebe hier deine Talente auch aus. Und das ist sehr, sehr stark. Und wenn du hier ins Ausleben deiner Talente und deiner Stärke gehst, wirst du reichlich mit Fülle belohnt werden. Und schau mal, im Bereich der Finanzen hast du nämlich die Hohepriesterin. Das ist die Weisheit schlechthin. Und diese Karte in den Finanzen sagt, hier ist finanziell unheimlich viel möglich, unheimlich viel drin. Finanziell, wenn dir es nicht eh schon mit der Kombination finanziell sehr, sehr gut geht, können hier richtige Werte geschaffen werden. Ja, also hier stehen Werte dahinter, auch größere Summen, die geschaffen werden können. Also das sind sehr, sehr gute Aspekte im finanziellen Bereich, wo gehen kann beim ein oder anderen, je nach Horoskopkonstellation, Sternzeichenkonstellation, bis hin zu Reichtum. Ne? Also wirklich ganz, ganz kraftvoll. Für den einen oder anderen kann es, wenn man jetzt nur nach den Bildern geht,
auch bedeuten, dass man hier beruflich etwas startet im Bereich Kartenlegen, Wahrsagen, Hellsehen. Ne? Da haben wir hier so ganz tolle und sogar die Runen hier abgebildet. Ja? Also nutze deine Talente, was auch immer das sein mag. Und dir wird es gut gehen damit. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt die Luftzeichen auch noch geschafft? Es ist schon etwas Arbeit, die vielen Zeichen hier durchzumachen. Ihr seht, die Videos gehen recht lang, aber ich habe auch Spaß daran, ne? Und ich hoffe, euch gefällt es und ist es auch nützlich. Darum freue ich mich sehr, sehr über Feedback, wenn du das Video auch mit einem Gefällt mir markieren magst. Du magst es vielleicht teilen oder weitergeben, sehr gerne. Und ja, es würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du Interesse an meinen weiteren Orakeln hast. Ja, ich wünsche dir ein wunderbares 2019. Ganz liebe Grüße, eure Dani. Tschüss.